Es ist die beste Welle, die man am Anfänger irgendwie bieten kann, weil sie wirklich ungefährlich ist. Man hat keine Steine im Hintergrund, sie ist nicht mitten in einem Fluss, man hat keine Strudeln und seitlich ist alles ausgepolstert. Weil man einfach das Aufstehen nicht machen muss, man muss nicht auf die Welle warten und erwischt dann einfach sozusagen jede Welle. Insofern, bessere Bedingungen gibt es eigentlich nicht zum Anfangen. Man kann grundsätzlich das Surfen auf so einer stehenden Welle mit dem Meersurfen doch vergleichen. Die Bewegungen sind sehr ähnlich, aber es ist da viel einfacher zu surfen, weil einfach das Rauspaddeln ins Line-Up, das Anpaddeln, das Aufstehen, das fällt alles weg. Aber die Bewegungen an sich sind gerade auf so einer Welle wie da schon ähnlich. Ich habe ein super Surf-Feeling da, weil es einfach da total nett ist mit den Sitzsäcken und den Sonnenschirmen und es macht einfach eine Ferienstimmung und also ich vergiss dann auch so ein bisschen, dass ich gerade mitten in der Stadt bin und eigentlich dann am Montag wieder arbeiten gehen muss und so, also absolut super. Grüß euch, ich bin der Lukas Heigermoser. Wir sind da bei der 3 City Wave in Wien am Schwarzenbergplatz und ich hoffe, wir sehen uns bei der österreichischen Meisterschaft im Stationary Wave Riding Mitte September da.